Hallo, mein Name ist Peter Scheifele. Ich komme aus Bubach im Hunsrück. Ich bin ein Spezialist für Gruppenreisen für gehörlose Menschen. Seit April 2003 gibt es diese Firma. Seit 2010 bin ich mit einem eigenen Bus unterwegs. Den habe ich extra für Gehörlose umbauen lassen. Meine gehörlosen Kunden kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus dem Ausland, damit sie an den Reisen teilnehmen können. Für gehörlose Menschen sind diese Reisen ganz wichtig, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich halt in Gebärdensprache zu treffen und sich entspannt in Gebärdensprache unterhalten zu können. Man bekommt auch alle Informationen in Gebärdensprache und möglichst gehörlosengerecht. Zum Beispiel werden Führungen gedolmetscht, Abfahrtszeiten gibt es schriftlich und so weiter. Das ist das einzige Angebot an Busreisen für gehörlose Menschen. Und ich bin stets bemüht, dieses Angebot so gehörlosengerecht wie möglich zu gestalten. Im Durchschnitt fahre ich 20 Reisen im Jahr mit etwa 35 oder mehr Kunden. Seit Mitte März besteht ja das Reiseverbot. Ich habe keine Einkünfte mehr. Und meine Zielgruppe, also meine gehörlosen Kunden, haben keine Möglichkeit mehr, sich mit anderen Gehörlosen zu treffen und sich in Gebärdensprache zu unterhalten. Und deshalb braucht meine Firma jetzt Hilfe. Ich bräuchte eine Direkthilfe, die ich nicht zurückzahlen muss, weil Kredite helfen mir nichts. Und ich brauche außerdem klare, deutliche und rechtzeitige Ansagen, damit ich die Reisen organisieren kann. Das würde mir helfen. Vielen Dank.